Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir sind beim letzten Mal schon so ein bisschen umgezogen, haben da schon ein bisschen eine Einrichtung gebaut und hatten uns dann zum Schluss auf die Suche nach ein bisschen Titan gemacht. Da brauchen wir nämlich jetzt eine ganze Menge. Und hallo, geh mir mal bitte ein bisschen aus dem Weg und komm nicht auf blöde Ideen. Genau. Wir brauchen für die weitere Einrichtung noch Titan. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht irgendwo nochmal in die Höhlen gehen sollten, weil ich meine, da waren irgendwo noch Vorkommen. Ich glaube, da hinten sogar. Da müsste irgendwo Titan gewesen sein. Problem ist, ich weiß nur gar nicht mehr wo. Kein bisschen. Wäre schön, wenn wir hier spontan was finden würden. Bis dahin holen wir uns aber erstmal die ganzen kleinen Mengen hier mit. Kleinvieh macht ja auch Mist, wie man so schön sagt. Na gut. Weiter geht's. So. Hier ist natürlich alles Mögliche. Oh. Was bist du denn für ein Ei? Kreaturen-Ei, das hatten wir noch gar nicht. Das klingt interessant. Oder scheint interessant. Kann ich dich scannen? Nee. Nun denn. Nun denn. Dann halt nicht. Ich würde ja gerne diese RGB-Pflanzen mitnehmen. Die sind echt cool. Ich glaube, wir sind gleich sogar schon unten, oder? Ja, das müsste da sein. Dann nehmen wir die ganzen Ressourcen weg. Was ist eigentlich für ein Raum in der Mitte? Jetzt, wo ich mal gerade sehe. Das ist ja auf jeden Fall nochmal ein anderer. Haben wir den auch? Hm. Ist eigentlich auch ganz schick, so ein etwas breiterer Raum. Aber hier ist nichts weiter. Ich glaube, also entweder gehen wir jetzt raus oder wir finden hier unten noch was. Weil ich glaube, hier unten wird es eher ein bisschen exotischer, was die Rohstoffe betrifft. Gucken wir einfach mal kurz. Und sehen mal, was wir so finden hier unten. Jo, da ist Lithium. Da sind noch mal ein paar von denen Vorkommen. Da ist Gold drin. Titan, das ist auch schon mal gut. Dann mache ich die da hinten auch kaputt. Dann haben wir hier vielleicht auch nochmal Titan drin. Jo. Ausgezeichnet. Und hier oben geht's weiter. Jo, das läuft ja richtig gut. Hm. Ich hoffe mal, dass wir soweit hier unten allein sind. Und wir nicht gestört werden beim Sammeln. So. Weil hier eine Bude zu haben wäre auch geil. So von der Aussicht her. Ach ja. Das würde ich dann in Staffel 2, glaube ich, machen. Weil ich hatte nämlich auch noch vor der Aufnahmesession überlegt. Ja Mist, wenn es ja jetzt noch nicht das Update gibt und wir die Bude da jetzt fertig bauen, dann muss ich mir überlegen, wo bauen wir denn in Staffel 2 dann? Aber hier, das würde mir dann sogar auch sehr gut gefallen. Dann wird das hier, glaube ich, eine, ja sagen wir erstmal nur, potenzielle Basis. Oder potenzielles Gebiet. So. Ja, bald bin ich auch schon wieder voll. Wie viel Titan haben wir denn? Ja, da haben wir schon gut was gesammelt. Vielleicht machen wir uns nochmal auf den Rückweg. Und verbauen das schon mal, was wir jetzt haben. Würde mir auf jeden Fall zusagen.
Aber wir gucken gerade noch ein bisschen. Da liegt nämlich noch ein bisschen was. Luft sagt 114. Sehr gut. Da kann ich noch. Und dann geht's da hinten weiter. So. Jo, eins kann ich noch kaputt machen. Machen wir das hier unten. Und da ist wieder Gold drin gewesen. Na gut. Auf zum Krebs. Dann gehen wir nochmal schnell nach oben. Gut. Schaffe ich das noch ein Stück hoch? Ja. Zumindest mal bis hierhin. Und der Ausgang war hier, ne? Das war wieder spiralförmig. Müsste auch jetzt gleich der Ausgang kommen. Da ist nämlich auch schon die Markierung. Das war ja direkt da, wo es nach oben ging. Das heißt, dann sind wir wieder draußen. Ja. Und hops. So, die Frage, wo muss ich hin? Direkt nach oben. Stimmt, wir haben ja direkt oben drüber gebaut. Mal sehen, wie weit wir kommen. Schafft der das? Ja, das macht er gut. Dann können wir direkt oben drauf landen. Was ist eigentlich das Grüne hier? Ist das einfach nur... Sieht interessant aus von unten. Und dann gehen wir mal ins Warme. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja genau, da braucht mir natürlich Titan für. Hier, das hatte ich überlegt zu machen. Machen wir auf jeden Fall auch noch eins. Und den Moonpool. Da brauchen wir die Barren für. Ich glaube, wir machen aber erstmal die Verbindung nach unten. Ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn. Und genau, das hier macht natürlich auch sehr viel Sinn. Baue ich mal hier in die Ecke. Södele. Da würde ich, glaube ich, hier draußen schon mal schnell bauen. Oh Gott. Was für ein Wetter. Ich friere nicht aus, ne? Nee. Ja. Seek fluid intake. Jo, mache ich gleich. Okay, das ist ein bisschen eng bemessen, geht aber trotzdem klar. Und da würde ich jetzt einfach nur vorübergehen, würde ich das so machen. Das wird natürlich später weiter nach unten gebaut. Wir bauen sehr wahrscheinlich auch einen größeren Raum dann. Jetzt muss ich nur gerade gucken, dass ich irgendwie zum Eingang komme. Ich glaube, ich baue das nochmal schnell ab. Achso, ich konnte ja hier, ne? Das war ja die Geschichte. So. Baue ich das hier kurz ab. Sehr gut, sehr gut. Und dann die Luke. Ich finde das immer noch cool, dass dann hier so eine Treppe errichtet wird. Dann wieder das Verbindungsstück. Und dann bauen wir unter Wasser den Eingang. So wie es sein... Nein! Nein! Sein soll. Okay. Und eine Treppe. Ja. Ja, wunderbar. Auch wenn ich die Treppe andersrum drehen würde, machen wir auch noch. Da würde ich gerne Beleuchtung haben oder so. Irgendwas, was schön leuchtet. Vielleicht baue ich die Fenster auch nochmal anders.
So, wir haben jetzt auch noch ganz viel Gold. Das tue ich mal in die Kiste rein. Genau. Oder Moment. Wir könnten mal gerade schauen, was denn der Moonpool noch gekostet hat. Vorbereitend. Ach so. Ja, nee, das war ganz viel Titan. So. Was ist denn das? Achso. Okay. Kupfer und Titan. Habe ich natürlich alles da. Dann mache ich davon nämlich mal eins. Ich glaube, ich könnte sogar zwei machen. Das war gar nicht mehr so... Genau, da fehlte nämlich eins. Und das Kreaturenei müssen wir auch mal ausbrüten irgendwann. Dann mache ich noch eins. Kupfer und Titan. Ich hatte ja immer zwei dabei. Doppelt hält besser. Nee, aber falls wir mal ein größeres Ding finden, können wir nämlich direkt zwei platzieren. Und das sieht ja wieder gut aus mit dem Wetter. So. Ach, komm schon. Okay. Nummer 5. Und einmal rein damit. So. Neue Basis. Jo. Ich glaube, das ist okay. Hey, was hab ich, warum habe ich denn da... Seek fluid intake immediately. Ja, okay. Moment, dann mache ich das mal schnell. Zuerst. Da haben wir ein bisschen Wasser. Nein, bitte nicht hypnotisieren. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Vielleicht ein anderen Mal. Gut, ja, dann mache ich gleich den Bauplan mal wieder weg. Und dann läuft das ja hier mit den Umzugsvorbereitungen recht ordentlich. Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen. Müssen wir gleich mal gucken, wie das denn aussieht. Weil auf der einen Seite steht die Basis über. Was ist denn, wenn wir da den Runtergang machen? Vital signs stabilizing. Weil das fände ich sonst ein bisschen schade, wenn das an der einen Seite da übersteht. Oder steht es auf beiden? Nee, ne? Nee. Es würde doch theoretisch gehen. Wine theoretisch würde das gehen. Ja, das brauche ich. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das mischt denn ja. Okay. Schade. Dann nehmen wir das so hin. Ja, Bauplan muss ich noch gucken. Wo waren das? Baupläne hier. Aber den müssen wir eigentlich auch mal bauen. Den haben wir auch noch nicht gemacht. Was ist denn das? Achso. Bauen wir denn den Pinguin? Da war gerade was angeheftet. Ah ne, das war nur so ein Symbol. Warum ist hier so viel Neues? Okay. Das ist ja aufgeteilt sinnvoll. Ah, okay. Danach habe ich gesucht. Ja, ich hol... hallo? Ich hol mal gerade ein bisschen Nahrung. Action. Dann können wir uns nämlich bald wieder da hingehend davon ernähren. Und dann mache ich auch direkt Schmierstoff. Das mache ich nämlich auch dann direkt. Blei hatte ich mitgenommen, ne? Weil ich muss ja auch später unten noch eine Plattform bauen. Oder will eine Plattform bauen, weil ich da ja natürlich dann auch mit dem Krebs stehen möchte. Oder halt eben andocken. Wäre auch cool, wenn ich irgendwie rückwärts andocken könnte mit der Seebahn. Und man dann einfach hinten durch rausgehen kann. In die Basis rein.
Ich glaube, das ist doch bei Space Engineer so gelöst mit seinen Raumschiffen. Da kann man das, glaube ich, so machen. Ach nee, gar nicht wahr. Das war bei Space Engineers, dass man entladen konnte, glaube ich. Indem man rückwärts irgendwo ranging. Oder halt eben, je nachdem, wie man es gebaut hat. Ich meine, das war das. Na gut. Wäre aber cool. Gut, da sind wir wieder zu Hause. Am alten Haus. Da würde ich sagen, holen wir erstmal Schmierstoff. So. Wie viel brauchen wir denn? Schmierstoff brauchen wir einmal. Okay. Schmierstoff brauchen wir einmal. Moment, Schmierstoff, waren das jetzt die roten? Wo war das denn? Ah, hier. Ja, das waren die roten. Einmal rot, bitte. Und die muss ich auch mal irgendwann dann alle umsiedeln. Oder ich lasse sie hier wohnen, wer weiß. Dann haben die die Basis für sich. Bis ich wieder da bin, hat er mich schon vorbei. Schön. Dann machen wir einmal Schmierstoff. Oh Gott, es werden immer mehr. Aber wurde das gefixt? Weil da liegt kein Ei mehr. Naja. Schmierstoff. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal schnell ein Rundchen schwimmen und dann gucken wir, ob wir nochmal einen Restbestand Titan finden. Ich glaube eher in die Richtung. Hier haben wir noch ein bisschen was rumliegen. Hier mein eins. Dann schauen wir mal hier rüber. Haben wir hier irgendwo Titan? Das sind diese sehr unschönen Höhlen. Jo, hau ab. Oh. Ah, Silber. Das brauchen wir natürlich ganz dringend. Okay, ich meide die Höhlen mal. Wird man ja gehetzt. Würde ich sagen, gucken wir demnächst nochmal, dass wir in eine Höhle gehen, weil Titan ist halt Fehlanzeige hier. Quarz kann ich noch mitnehmen. Ich könnte eigentlich auch Diamant mal mitnehmen. Ich glaube, das brauchen wir doch, ne? Für emailliertes Glas. Gucken wir das mal ganz schnell und dann bringen wir die Nahrung noch rüber. Lalala. Noch ein bisschen was. Immer her damit. Ja, wunderbar. Zwei Volltreffer, was Titan betrifft. Und dann gehen wir mal wieder rein. So. Das war Lithium, dann war emailliertes Glas. Ja genau, war Diamant und Blei. Einen lasse ich mal drin. Ja, hätte ich auch hier nehmen können. Ich weiß gar nicht mal, wofür das war. Irgend so ein Spezialstoff. Wie viel Platz habe ich denn?
Ich glaube, ich muss ein paar Sachen wegtun. Ach komm. Ja, geht ja doch ganz gut. Dann nehme ich die vier erstmal mit. Ist ja nicht das letzte Mal, dass wir hier sind. Ganz bestimmt nicht. Und einmal rumdrehen. Neue Basis. Jo. Ich gehe mal ein bisschen hoch, sonst hängen wir nämlich wieder fest. Und dann pflanzen wir noch schnell ein. Und hops. Aber wird ja schon mal ganz nett da oben. Das wird schon mal ganz nett. Komm nicht auf blöde Ideen. Oh. Schon wieder angeeckt. Gut. Hier sind wir, glaube ich, los. Und wir sind auch gleich schon wieder da. Wir müssen auch bald mal wieder aufladen. Wobei, eigentlich können wir das ja auch in der neuen Basis machen. Das dürfte da ja gehen. Könnte vielleicht ein bisschen eng werden über die Zeit, was die Energieversorgung betrifft. Aber noch haben wir ja Tag. Die einfach mal hier rumschwimmen. So. Wo bin ich jetzt? Ach ja, genau. Die Pflanzen, ganz wichtig. Zuerst mal da rein. Dann haben wir hier schon mal vier, die wachsen. Ja, genau. Dann hatten wir Titanen. Ach, Titanen. Dann hatten wir Diamanten dabei. Kann ich eigentlich das direkt mal machen gerade. Immer dieses Glas. Oh. Ach, das braucht Blei, verdammt. Müssen wir auch mal wieder finden. Aber dann können wir oben auch schon die... Ja, nicht Glasfront, das Glasdach, wollte ich sagen. Kann man dann machen. Dann ist das oben auch schon mal ein bisschen... Ja, heimischer. So, sonst fehlt ja nichts, ne, glaube ich. Ach, Lithium. Hab ich natürlich dabei. Ja, das war, boah, was? Vier Titan? Alter Schwede. Wisst ihr was? Wir verschieben das nach hinten. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen weiter nach unten. Genau, was das betrifft. Hä? Und wir müssen auch hier bald mal die Batterien aufladen. Okay. Wie viel können wir denn davon machen? Wir brauchen zwei... Seek fluid intake. Plus, vier Stück brauchen wir insgesamt noch. Das heißt, wir können noch zwei bauen. Das ist doch schon mal ordentlich. Da sind wir schon mal recht tief. Ah, wir können nur eine bauen. Da sind wir aber schon mal recht tief. So. Ja. Oh, nein, lass mich in Ruhe, verdammt. Immer wollen die Aufmerksamkeit. So, direkt mal reingehen. Wir brauchen nämlich noch die Leiter. Was? Was hat die gerade gesagt? Verdammt, jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Ich glaube irgendwie sowas wie Stabilisierung oder so, ne? Jo, aber das läuft doch schon mal wie am Schnürchen.
Was läuft da schon mal wie am Schnürchen? Jo. Gefällt mir. Ach, lass mich doch in Ruhe. Das gefällt mir. Mit denen müssen wir uns mal was einfallen lassen. Na schön, ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge zurück, wenn wir hier nochmal ein bisschen weitermachen, noch ein bisschen weiter, ja, fertigstellen, bis wir hier endgültig und anständig wohnen können. Genau, wisst ihr Bescheid. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.